Achtung, aktuelle Nachrichten von der Leipziger Buchmesse. In der Halle 2, Stand G207, sind die rasenden Reporter unterwegs. Sie lauern ganz bestimmten Autoren und Unternehmern auf, um die wertvollsten Inhalte aus ihnen herauszuluxen. Wer sind die rasenden Reporter? Christa Kanz und Claudia Kohnen, die Umsatzstimme, der du gerade lauschst. Freundschaft. Ein starkes, wertvolles Band für einen gemeinsamen Weg über die Grenzen hinaus. Das ist das Motto, das ich zu diesem Interview mit Jörg Traubot gestellt habe. Und ich möchte ihn recht herzlich begrüßen zu diesem Interview und mich auch bedanken, dass du dir Zeit genommen hast dafür. Ja, erstmal vielen Dank, Christa, dass du mich eingeladen hast. In Amerika würde man sagen, es ist mir eine Ehre. Es ist mir ebenso eine Ehre, so einen mehrfachen Autor zu interviewen. Ja, der mehrfache Autor, der hat in der Tat Sachbücher und vor allen Dingen auch eine Thriller- und Krimiserie geschrieben. Aber du hast mich gerade nach Zarentod gefragt. Es spielt in der heutigen Zeit, also nicht in der Vergangenheit, wo es Zaren gab, sondern ich habe den russischen Präsidenten, den habe ich zum Zar ernannt, schreibe in der Gegenwart, also im Jahre 2023, 2024. Ihr werdet alles wieder erkennen, was in diesem Land passiert, in Berlin, in Kiew, in Moskau und auch in Washington. Aber ich habe meinen Figuren andere Namen gegeben. Also ich wollte nicht so weit gehen. Und es geht um eine Oligarchengruppe, die sagt, das geht in Russland nicht so weiter. Wir müssen etwas tun und dann entwickelt sich ein Plot und in diesem Plot kommt Mark Anderson, mein Hauptprotagonist, der kommt dann wieder zum Zuge und dann wird das Problem gelöst, aber ich kann nicht verraten, wie es gelöst wird. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr kritisches Werk an der Gesellschaft, an der Politik Russlands? Also ich bin natürlich dafür, dass die Ukraine aus diesem Krieg so herauskommt, dass keine Gebiete verloren gehen. Und ich bin auch für Verhandlungen, aber nicht um jeden Preis, weil ich als ehemaliger Soldat und in tiefer Kenntnis der politischen Situation einfach fürchte, dass der jetzige Präsident Gas gibt und durchmarschiert. Wobei ich also wirklich ausdrücklich sage, es ist eine Fiktion. Ja. Es ist nicht irgendwie ein Wunschbuch, sondern der Leser soll sich selber Gedanken machen, wie er mit dem Thema Russland und der Ukraine umgeht. Also als Gedankeninput und vielleicht Perspektivenwechsel. Auf jeden Fall, denn eines ist klar, du kannst heute nicht einen Roman schreiben aus dem Jahr 2023 und so tun, als wäre es eine andere Welt. Also ich hole die Leser praktisch in eine große Zeitung und Illustrierte rein, mache einen Plot und in diesem Plot geht es rasant vorwärts. Und es wird eine total dynamische Geschichte, die ich also relativ schnell auch geschrieben habe. Also du holst die Lesenden in das aktuelle Geschehen und versuchst sie sozusagen in ihren Gedanken ein bisschen in eine andere Richtung zu locken, wenn ich das jetzt so... Ich werbe nicht dafür, dass zum Beispiel ein russischer Präsident umgebracht werden soll. Ja. Ich werbe einfach dafür, dass es eine Situation geben wird, in der wir dem Frieden wieder etwas näher kommen können und der Leser, die Leserin sollen sich selber ein Urteil erlauben, wie sie damit umgehen wollen. Spannend, spannend. Ja. Verratest uns natürlich nicht das Ende, ist Nein. ja ganz klar. Jetzt möchte ich noch einmal zurückkommen. Ich habe ja in meinem Motto sozusagen die Freundschaft das als Band bezeichnet und zwar über die Grenzen hinaus. Und ich möchte auf den Verleger Franz König von Ratio Books hier zurückgreifen. Ich weiß, dass ihr Freunde wart, sehr lange. Er war aber auch dein Verleger, hat dich begleitet. Ich würde dich bitten, aus deiner Sicht ein paar Worte zu Franz König, der uns ja leider im Jänner sozusagen von dannen gerissen wurde, sagen, welches Verhältnis, wie war die Freundschaft, wie war er als Verleger für dich und natürlich auch als Mensch? Ich bin für die Frage sehr dankbar. Sie geht mir sehr nah, weil Franz hat mich 2015 mit meinem ersten Buch entdeckt. Ohne Franz wäre ich wahrscheinlich nicht auf dem Markt. Und wir waren ein Team. Ich habe geschrieben, er hat die Cover gemacht. Wir sind zusammen durch ein Tal der Freuden und auch ein Tal der Tränen gegangen.
Und ich glaube, das darf ich hier sagen, er ist vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr hier auf der Messe zusammengebrochen. Und ich habe ihn dann in dem Jahr begleitet. Und er ist dann am 6. Januar an einer schweren Krebskrankheit in, auch in meiner Anwesenheit verstorben. Und ich habe versprochen, seinen Nachlass so mitzugestalten, dass seine Werke in gute Hände geraten. Und das haben wir mit dem Gedankenkunstverlag geschafft. Also wenn er uns jetzt von oben zuschaut, wird er sich freuen. Er würde nicken, ja, und lachen. Ja. Und manchmal haut er ja auch auf den Tisch, genau, wie wir das erlebt, genau, haben. Und mit der Botschaft, schreibt euer Buch. Ganz genau. Eure Botschaft, eure Gedanken gehören in die Welt hinaus. Ich habe ja Franz König eigentlich ein bisschen mehr als 2 Jahre schon gekannt auch. Und ich habe ihn in den Gesprächen und immer, wenn wir Berührungspunkte hatten oder auch gemeinsam gearbeitet haben im Bereich Autorenschaft, als immer äußerst positiven Menschen. Er hat immer so eine Ruhe ausgestrahlt, so eine Lebensfreude, und die hat er eigentlich ja bis zum Schluss bewahrt. Also das ist für mich so unglaublich gewesen, und er ist so ein wertvoller Mensch gewesen. Siehst du das? Ja, ich umgebe mich immer gerne mit Menschen, die Menschenfreunde sind. Ja. Bei denen ist das Menschliche eben viel wichtiger als das Dollarzeichen im Auge. Und Franz war einer von den Menschen, wie soll ich das sagen, die haben alles für die anderen getan und sich selber sehr stark zurückgestellt. Also, hallo Franz. Er war ein Geber. Er war viel ein Geber. Mehr als, ja, was er genommen hat. Ich habe ihn auch so erlebt, und er hat mir auch einmal gesagt, sein Leben ist ihm geprägt gewesen, nicht nur durch die Autoren, die er begleitet hat, und Autorinnen, sondern eben auch durch sein eigenes Schreiben. Und in dem Ketchup-Call-Buch, das ja sein letztes Werk, ich sage jetzt einmal war, weil er wollte ja ohnehin 2023 seine aktive Tätigkeit niederlegen, war sein letztes Werk, und sehr bedeutend für mich und sehr berührend war, er hat auch das letzte Kapitel in dem Buch geschrieben, und das, genau, er Wahnsinn. Er hat mich auch gefragt, und ich habe ihm gesagt, Franz, überleg dir das gut. Ich halte eigentlich von diesen, von dieser Art von Büchern nicht so viel, die immer wieder proklamieren, wie werde ich innerlich reicher und auch äußerlich reicher. Und dann hat er mir das erklärt, und ich habe ja auch in dieses Buch dann reingeschaut und habe festgestellt, dass ihr eine Menge zu sagen habt. Also mein letztes Buch, was ich in der Hinsicht gelesen habe, war von Stephen Covey, Die 7 Wege der Effektivität. Und da habe ich gedacht, ich habe ausgelernt. Aber jetzt kommt ihr mit Netzwerken, mit Online, mit Präsentationen. Und da muss ich sagen, habt ihr gut gemacht. Super, vielen, vielen Dank. Es ist ja auch eine Ansammlung von so viel Mehrwert. Und zwar, was ich für mich persönlich so interessant finde, ist die Vielfalt an Themen. Ja. Und dennoch haben wir eine übergeordnete Thematik, nämlich die Persönlichkeitsentwicklung und die Businessentwicklung, weil jeder Beitrag hilft in irgendeiner Weise, genau, weiterzukommen. Macht weiter so. Ich habe selber ein Buch mit 7 Autoren geschrieben, Krisenmanagement, und ich kann gut nachvollziehen, wie das ist, wenn die Vielfältigkeit der Autoren zu einem Gesamtbild führen. Ja. Und auch in Widersprüchen. Genau. Und es zeigt einfach, mein Motto immer, wir sind stark, aber in der Gemeinschaft sind wir einfach, natürlich, stärker. Jetzt würde mich noch interessieren, und wahrscheinlich auch die Zusehenden, du bist ein mehrfacher Autor, du benutzt es ja nicht mehr für dein Business, sondern einfach des Schreibens willen, soweit ich das mitbekommen habe. Was würdest du Experten da draußen sagen, wenn es ums Buchschreiben geht, und gibt es ein Alter fürs Buchschreiben? Nein, gibt es nicht. Also ich schreibe tatsächlich um des Schreibens willen, und ich kann euch Autoren nur empfehlen, macht euch mal keine Gedanken, wie viele Menschen draußen mein Buch kaufen, sondern habt eine Idee, setzt diese Idee um. Aber man sollte schon genau die Zielgruppe kennen, für wen man schreibt, für Kinder oder Erwachsene und welches Genre. Und dann, glaube ich, entwickelt sich alles von ganz alleine. Es gibt, wie gesagt, kein Alter für das Schreiben, aber es gibt die Empfehlung von mir für eine große Schreibdisziplin. Ich kann nur sagen, wie ich das mache. Ich habe eine Idee, die Idee fasziniert mich, und wenn ich meine, die Idee ist es wert, dann mache ich einen Plot.
Und der Plot, der dauert, ist vielleicht 10 Seiten. Ich kenne alle meine Figuren. Ich weiß, wer gut und böse ist, wer schwarz und wer blond ist. Und ich weiß auch, wie der Spannungsbogen ist. Und es muss ein überraschender Schluss sein, insbesondere bei Thrillern. Ja, und dann geht das los. Das Schreiben geht bei mir relativ fix, weil ich alles so intensiv recherchiert und vorbereitet habe. Und wenn das Buch fertig ist, dann mache ich es erstmal so. Und dann mache ich etwas, was ich sehr bewährt habe. Ich drucke das Buch nicht oder lasse es nicht drucken, sondern schicke das PDF zu Lovely Books. Ja. Und da sind Leserinnen, Leser, die das Buch lesen und sagen, da könnte noch was verändert werden. Dann gebe ich es in den Druck rein. Und ja, und dann ist für mich eigentlich das Schreiben erstmal erledigt. Und dann bekommt die Arbeit. Dann kommt die Arbeit. Genau. Also sagen wir mal, wenn ein Buchprojekt 100% ist, dann ist 30% das Schreiben und der Rest ist Marketing, Umsetzung und Verkauf. Sichtbarkeit. Nicht? Sichtbarkeit. Und das also, seid ihr mit eurem tollen Buch. Genau, darum heißt ja unser Ketchup-Call-Buch auch Experten im Scheinwerferlicht. Genau. Jetzt hätte ich noch gerne von dir gewusst, und zwar, welchen Titel würde ein Buch tragen, wenn dieses das Thema Freundschaft behandeln soll und an uns Autorinnen und Autoren gerichtet ist? Du weißt, dass ich ein Verehrer von Antoine de Saint-Exupéry bin. Ich habe ja ein Buch geschrieben über seinen letzten Flug. Und natürlich ist der Satz, den er geprägt hat, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das ist etwas, was mich mein Leben lang begleitet hat, in den Büchern, in der Familie, jetzt übrigens auch als Notfallseelsorger. Und ich empfehle allen Autoren, nicht nur auf die Politik und auf Böse, sondern mit dem Herzen zu schauen. Wer mit dem Herzen schaut, schreibt wunderbar. Du hast recht, und vor allem, wer auch mit dem Herzen lebt. Weil das ist so wichtig. Herzenswärme, Vertrauen etc. Lieber Jörg, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses Interview zu führen. Und herzlichen Dank für diese wirklich inspirierenden Worte. Und es hat mich berührt. Und danke auch, dass du Freund und gleichzeitig Autor mit Franz König eine lange Zeit verbracht hast und jetzt auch so schön über ihn gesprochen hast, weil ich glaube, damit können wir ihn ehren. Ich danke dir sehr und danke allen, die uns zugesehen haben. Vielleicht habt ihr ein paar gute Ideen daraus gefunden und wünsche euch allen, die schreiben wollen, haut rein! Genau, ganz nach dem Sinne von Franz König. Und ihr habt so viel Inspiration jetzt bekommen, so viele Tipps und eigentlich fast schon eine Anleitung für die Autorenschaft. Vielen, vielen Dank, lieber Jörg. Danke dir.